Und willkommen zum Rennen in, ich habe schon wieder den Namen der Strecke vergessen, jetzt mit Sempro, Cinnamon, Andy und mir. Startplatz 9. Andy, Frühstart, Frühstart, jetzt! Wieso startet ihr? Ja. Andy wurde weggehauen von so einem Porsche. Ich weiß nicht. Oh ja, ich werde auch weggeschubst. Oh, Alter. Ich hab's durch ja, die ersten beiden Kurven geschafft, aber hinter mir ist im Rückspiel ganz schön viel los. Bremsen ist wieder für Anfänger, ne? Sempro ist Dritter? Lol. Mann, was Kurve, ist ne? Das denn? Wieso dreht denn der sich da? Hilfe. Da konnte ich nicht ausweichen, Wer schiebt denn mich da jetzt? Die wuppeln hier alle ganz schön. Oh. Wer hat denn mich denn da jetzt rausgeschoben? Irgend so ein scheiß McLaren. Ich weiß nicht, ich war schon ganz außen im Sand. Ja, ich bin jetzt Fünfter. Ich war auf 2. Nee, das war so ein grauer McLaren. Ja, da hat's noch ein McLaren. Mann, verpisst euch doch! Andy, wie viel da bist du? Ja! Och Mann, was ist das für ein Dreck, Mann? Ja, können sie knicken, ey. Ja. Was für Idioten, ey. Ich komme die alle nicht klar mit dem Rennen hier, weil es alles so eng ist. Mal guck dir, wo die schon im. Wie weit die schon sind, ey. Andy, wie viel da bist du? Ja, ramm mich doch, du Vollidiot, ey. Boah, ich hab gutes Untersteuern hier. Bisschen rausgekommen. Meine Fresse, ey. So, und auf Stadtziel. Gelbe Flaggen im letzten Sektor. Ja, da steht einer auf Stadtziel rum. Das ist so lächerlich, ey. Vor allem, wie leicht du jemanden berührst und er dreht sich gleich, ey. Ja, das ist ganz schön hart. Ich weiß aber nicht, ob das mit den Connections zu tun hat. Ja, aber ich meine, es reicht ja eigentlich auch eine leichte Brücke. Ach, Kongo, das warst du hier. Bist du gerade aus dem Sand gekommen? Ja, ich bin gerade aus dem Sand gekommen. Ich hatte nicht gemerkt, dass dann das jetzt zu zweit war. Ich dachte, es wäre nur der BMW. Sorry, wenn ich dir da irgendwie von der Karre fand. Alles gut. Okay. Ich hätte schon geschrien. Ja, gut, glaube ich. Und warum ich so schlecht aus dem Start komme, das verstehe ich nicht. Wie kann das denn sein? Oh, Alter. Irgendwo verbremst sich da. Nee, er hat sich verbremst. Er hat viel zu früh gebremst. Echt? Bei mir sah es aus, als hättest du zu spät gebremst. Nee. Warum bist du durch diese Kurve so viel schneller? Ich hab keine Ahnung. Alles, was ich tun kann, ist einlenken und ja. Ich habe sogar extra meinen Abtrieb im Setup hochgestellt. Müsste ich eigentlich besser durch die Kurven kommen. Irgendwas habe ich vorhin umgestellt. Ich glaube, die Bremsbalance habe ich ein bisschen nach hinten gemacht. 2% oder so. Ich habe sie ein bisschen nach vorne gemacht, weil ich mich immer beim Bremsen weggedreht habe. Lol, da kommt einfach einer wieder zurück auf die Strecke. Geil, super. Hat er dich gerammt? Nein, aber der ist auf die Strecke. Ja, okay, ich habe ihn dann halt erwischt, weil er auf die Strecke gekommen ist und ich nicht ausweichen konnte. Boah. Okay, jetzt bin ich selber auf die Strecke einfach zurückgefahren. Vorletzte Kurve, die macht mir ein bisschen zu schaffen. Ja, ne? Hinter mir ist ein Aston Martin, das könnte Andy sein. Ja. Ich bin übrigens, glaube ich, doch kein grüner Audi. Nee, du bist weiß oder sowas. Ich bin weiß, genau, weiß. Mit so rotem Zeugs drauf. Andy, wie viel da bist du denn? 13. Ja, dann bist du hinter mir. Ich bin 12. Also es ergäbe zumindest Sinn, wenn du hinter mir wärst, sage ich mal so. Oh, Bodenwelle. Oh, Junge, haut die mich echt weg. Ja, jetzt verliere ich gleich hier 6-7 Plätze. Klasse. Kongo, das bist du da vorne. Und der dreht sich wieder im Sand. Oh, ist das blöd. Oh, das ist so bescheuert, Alter. Ja, nur fahr doch. Also, dem ist noch vorbei. Oh, ist das bescheuert, Alter. Lol. Ach. Oh, lololol. So schön am 5. geklebt. Hä, hast du mich gerade erwischt, Andy? Weil du plötzlich im Sand stehst? Nein. Erstmal die Tür komplett zuhauen, Serko. Na gut, er hat mich nicht gerammt, alles ist super. Vielleicht kriegen wir da ja ein gescheites Duell zustande, da hätte ich jetzt mal Lust drauf. Ohne mal abzufliegen, aber ich werde sowieso wieder abfliegen. Wie viel später der bremst? Kann sein, dass der Benz stark auf den Bremsen ist. Oh ja, was ist das denn?
Lol, da überschlägt sich einer. Ah, da wollte ich bremsen in der Kurve. Das war nicht so eine gute Idee, weil der sich da überschlagen hat. Vor lauter Panik. Zumindest bestimmt erst, dann freut sich. Zweiter. So, ja, jetzt kann ich auch wieder zurück. Stimmt. Kongo, bist du? Ja. Ja, du bist vor mir. Wird ja auch angezeigt unten links. Ja, ja, und hinter mir ist Andy. Oh, verdammt, ich bin im Sandwich. Das ist so schlecht, Alter. Am Start alles versaut, ey. Du kriegst aber den Start nie richtig hin, Andy, muss ich feststellen. Ja, was? Ich kann nicht mehr machen, als den Gang anlegen, wenn grün ist. Was soll ich denn sonst noch machen? Drehzahl halten. Vorhin auch immer vor. Nee, als ob ich. Ich halt voll drauf. Er ist gefahren, weißt, er kommt überhaupt nicht aus den Pötten und ich zieh total vorbei. Ja, kann man machen, ne? Ich hab keine Melodie mit Frühstart oder sowas. Keine Ahnung, was ich schon macht. Wieder. Oh, ich zieh diese Kurve. Die also zweite, die über den Hügel geht. Die zweite und die vorletzte, die machen mich ein bisschen fertig. Also ich kann mach die dritte Kurve immer fertig. Entspannt fahren, hinter mir kein Schwein, vor mir kein Schwein. Ich sehe den ersten Platz schon gar nicht mehr. Der ist so stark, der Typ mit dem MP4. Unglaublich. Echt? Also vorhin war der erste ein Porsche, so ein blauer. Ja, ist jetzt ein MP4. Das war auch der Andy am Start gerammt hat, glaube ich. Beziehungsweise Andy ist halt einfach stehen geblieben und der konnte ihm nicht ausweichen, ist ihm hinten drauf und dann gab es einen Startcrash. Ich latsch voll aufs Gas. Ja, aber wenn grün ist, darfst du ja nicht machen. Musst du gewisse Drehzahl. Ja, aber Cinnamon macht das doch auch und er kommt vom Fleck. Ich mach dauerhaft Vollgas. Cinnamon cheatet ja auch. Und dann kurz bevor es grün wird oder ich denke, dass es grün wird, lege ich Gang ein und dann knallt er los. So. 10 Sekunden, Alter, gerade eben hat es noch 5 Sekunden auf dem ersten, jetzt sind es 10 Sekunden, der Typ fährt ganz schön stark. Oder ich war einfach zu vorsichtig. Ja, ich fahr mega vorsichtig, aber ich flieg trotzdem alle paar Kurven ab. Ja, ich fahr halt safe, ich will den Platz 2 halten. Schaffst du auch, hinter dir ist wahrscheinlich irgendwie nix. Ich seh's nicht, ich hab kein HUD an, wie gesagt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich auch wirklich Zweiter bin. Oh, so eine Drecksau, Alter. Lol, hat der dich da? Lol, du bist da jemand. Dann kannst du bitte nicht zurück auf die Strecke. Oh, ich hab mich gerade so voll rausgesammelt, Alter. Ich hab's gesehen. Lol, Hummer ist neben mir. Egal, ich überhole ihn mal. Da steht einer. Ey, der rammt mich einfach. Kann man hier Leute kicken? Ja, aber jetzt im Moment nicht. Er stand nämlich auf der Straße, hat gewartet, bis ich neben ihn fuhr. Ist er nach links gefahren, ich nach rechts und dann zog er nach rechts rüber zu mir. Vorhin gerade eben auch bei mir der Typ auf Startziel, wo immer gestanden ist, auf einmal hatte zum Losabfahren angefangen, wie ich gekommen war. Guck mal, ist der gerammt hat, ne? Ja, der war hinter mir. Ja, der hat mir ja sowas von eiskalt aus der Kurve geballert. Egal, der fliegt jetzt so halb ab. Ja, der fliegt jetzt. Oh, da ist ein Clan. Überrundet euch eigentlich schon der Erste? Nee, nicht, dass ich wüsste. Naja, Jansen ist hinter mir. Da hat Hummer sich ein bisschen verkalkuliert. Ja. Meine Karre hat übles Untersteuern. In so langgezogenen Kurven, hier in der zum Beispiel. Ich muss hier immer bei diesem 150er-Schild, das da ausmacht. Ja, das 150er-Schild habe ich noch nie gesehen. Ich bremse immer nach Gefühl. Aber ich bin so langsam in dieser Kurve, da kommen sie immer hinten dran. Das ist der Wagen halt einfach so. Dass er da halt nicht so gut fährt an der Stelle. Trying to stop this guy getting underneath me. Du hast aber einen riesen Teller hinten auf dem Auto. Wie? Eine riesen Käsetheke. Ja, ich habe einen riesen Spoiler. Aber haben wir hier alle. Ich glaube, beim ersten ist er sogar am größten noch. Beim ersten Martin, glaube ich, ist er der größte. Ich werde immer ausgebremst. Wie schaffst du es, wenn du so schnell in die Kurve fährst, in die Kurve reinzukommen? Ich flieg raus. Ich hab keine Ahnung. Andy, hast du mich da gerammt? Du kriegst da rum, ey. Ja, ich kann. Und außerdem bist du nach rechts gezogen. Da kann ich auch nichts machen. Da kannst du voll schwer überholen, ey. Ja. Die Strecke ist so klein. Du hast keine richtige lange Gerade, finde ich. Ja, hast du auch nicht. Und Zickzack fahren könnt ihr auch hier wie die Profis, ey. Klar. Ja, verdammt. Andy schiebt sich hier rein und fährt zurück auf die Strecke, wo ich bin. Oh Mann! Ja, das ist Hummer, da musst du aufpassen. Ja, was machst du denn auch? Oh, ich bin auf, warum fährst du einfach zurück auf die Strecke? Egal, Hauptsache vor Andy. Andy kann nix. Nee, ich werde warten. Zweiter, Bitches! Ich werde warten, bis die Konkurrenz an mir vorbeigefahren ist. Ich hab den eigentlich weggerammt, ich weiß nicht, wie der schon wieder weiterfahren konnte.
Ja, das war mir jetzt egal an der Stelle. NV30 ist richtig stark, Alter. Da ist eine 1,30 gefahren. Lol, da kommt einfach einer quer rüber geschossen, so ein gelber. Ja, dieser doofe Hummel, Alter, der hat hier schönes Rennen versaut. War so gut unterwegs. Ich kann so Vollgas fahren, Andy. Psst. Lol. Boah, werde ich rausgerammt. Nein! Nein! So. Irgendwo muss ich auch hin. Kongo schießt. Wie kriegst du diese Kurve, wenn du da so reinschießt? Das geht hammer easy irgendwie. Wie kriegst du die? Keine Ahnung. Vielleicht liegt das am Gamepad, ich weiß es nicht. Diese Rammerei, Alter. Jetzt habe ich meine Einstellung so nicht gescheit, dreckig, Mann. Weniger Lenkeinschlag habe oder irgendwie sowas. Und ich bin einfach scheiße, aber mich hat das gerade gewundert, weil ich hätte niemals die Kurve gekriegt, wenn ich so spät gebremst hätte. Die Strecke ist schon nice, aber ein bisschen klein und eng. Finde ich. Ich finde die auch nicht ganz angenehm. Ich komme mit dem Force Feedback noch nicht zurecht irgendwie, weil das. Ich bin noch nie in so einem Spiel mit Force Feedback gefahren, weil ich nie verstehe, was. Also ich verstehe nicht, was das mir sagen will. Wenn das jetzt nach rechts oder links zieht an einer bestimmten Stelle, heißt das jetzt, dass ich Grip verliere? Und vorne oder hinten heißt das, dass ich mich drehe oder nicht? Und das kapiere ich nie. Deshalb habe ich normalerweise Force Feedback immer aus. Aber diesmal habe ich es mal versucht. Ja, keine Ahnung. Ja, das war halt ein blödes Rennen irgendwie auch, aber eigentlich die Strecke an sich macht Spaß. Ja, die ist schon nice. Ja, scheiße Rammerei, ey. Ja, damit sind wir durch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und geloben in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen Besserung, wenn ein oder zwei Leute hier rausgeflogen sind. Hehe. Bis dann.